Hey Leute, ich kann es kaum erwarten, euch zum Hype Festival mitzunehmen, wo wir eine explosive Mischung aus Techno, Hard Techno, Drum and Bass und Hightech erleben werden. Das wird ein musikalisches Feuerwerk, das eure Sinne zum Explodieren bringt. Und wisst ihr, wo das Ganze stattfinden wird? Auf einem atemberaubenden Gelände, das als Ferropolis Stadt aus Eisen bekannt ist. Das ist meiner Meinung nach die perfekte Kulisse für dieses Festival. Von Freitag bis Sonntag werden wir gemeinsam diese einzigartige Location in Beschlag nehmen und zu den Klängen unserer Lieblingsgenres abgehen. Ferropolis ist ein magischer Ort, der mit seiner industriellen Kulisse eine einzigartige Atmosphäre schafft. Die eisernen Giganten umgeben uns und verstärken den Bass, während wir uns in den Rhythmus verlieren. Lasst euch von der spektakulären Umgebung verzaubern und genießt diese einzigartige Erfahrung, Teil dieser metallischen Welt zu sein. Eine Location, die euch in eine andere Dimension des Sounds und der Ekstase transportieren wird. Ich hab so Bock. Lasst uns gemeinsam dieses neue Kapitel des Hype-Festivals ausschlagen und die Wände erbeben lassen. Es wird eine unvergessliche Erfahrung, Leute, die für immer in unseren Herzen bleibt. Also schnappt euch eure Tanzschuhe, ladet eure Batterien auf und lasst uns die Grenzen des Festivals sprengen. Wir werden zusammen eine unglaubliche Zeit haben und so geile Momente erleben, die wir niemals vergessen werden. Lasst uns das Hype-Festival zu etwas Besonderem machen und die Welt mit unserer Energie und Leidenschaft für die elektronische Musik beeindrucken. Und seid dabei bei meinem neuen Hype-Vlog. Viel Spaß! Geil! Warum muss ich diesen ganzen Weg hier mit meinem ganzen schweren Gepäck laufen, um mich anzumelden? Und dann wieder zurück? Hey, wenn ich jetzt falsch bin, dann kotze ich ins Eck. Ja, ja. Mein Rucksack ist so schwer. Er ist so schwer. Oh, das ist nicht so angenehm. Ich muss so weit laufen, das verhält mir nicht. Aber ich habe keine Wahl. Ja, ja. So, ich bin akkreditiert. Jetzt darf ich den ganzen Weg zurücklaufen. Wuhu. Hi, Festival. Jetzt erstmal zurücklaufen. Hälfte habe ich gleich geschafft. Vom Rückweg und dann Zeltplatz suchen und dann was essen. So, Campingplatz. Jetzt erstmal rausfinden, wo Mittag bei der Camping ist. Ich bin komplett verwirrt. Auf der Karte sieht so aus, als wäre das hier irgendwo auf der linken Seite. Der Typ meinte aber irgendwas von geradeaus rüber und über die Brücke. Ich bin maximal verwirrt. Naja, wir sehen uns gleich. Also hier ist irgendwie Camping mit Vans. Schon sehr, sehr wild auf jeden Fall. Man merkt, dass hier auf jeden Fall Hightech und Drum and Bass vorhanden ist. Aber irgendwo muss hier auch Crew Camping sein. Aber wo? Wo? Ich hab's gefunden. Hier ist es. Ja, endlich geschafft. Geil. Uhu. So, ich bin gerade dabei, mein Zelt aufzubauen. Na, es steht schon. So, Zelt steht. Zelt steht. So Leute, ich bin angekommen und habe meine Sachen eingerichtet, also wenn man es soweit einrichten nennen kann. Ne? Witzigerweise, erste Nachbarin hier drüben, Ellie. Hallo. Und allerwitzigste, Achtung, ich stehe gerade bei ihr und unterhalte mich mit ihr. Auf einmal labert mich hier von der Seite ein Typ an und meint so, ey, bist du DJ? Und ich denke so, ja, aber ich lege hier nicht auf. Und also, hast du mal ein Tanzhaus aufgelegt? Ich so, ja. Und er so, ich habe da an der Bar gearbeitet. Dann haben wir uns einfach letztes Mal, als ich ein Tanzhaus aufgelegt habe, einfach dort an der Bar schon kennengelernt. Wie random ist das? Und er ist einfach mein Nachbar. Also, hammerhart. Ja, wenn er wieder da ist, zeige ich ihn euch. Ist auf jeden Fall schon sehr wild hier. Da drüben ist so viel Wald. Hinter uns ist auf jeden Fall irgendwo noch ein See. Da kann man auch reinspringen. Da steht zwar Baden auf eigene Gefahr, aber ich habe schon Ding dabei. Wie heißt das? Schwimmdings? Schwimmbadehose? Badehose. Langt eigentlich zu sagen. Nicht Schwimmbadehose. Ihr wisst schon Bescheid. Ja. Und gleich geht's mal ein bisschen übers Campinggelände. Mal ein bisschen abchecken, was hier so los ist. Ja. Heute ist ja noch nicht so viel los. Heute kommen wir erstmal an und morgen geht's dann um. Keine Ahnung, wie früh eigentlich losgeht. Um 12 oder so? I don't know. Ich muss aber erst um 14 Uhr am Samstag arbeiten. Von daher alles easy. Ja, der ist auf jeden Fall ordentlich fest gewesen. Der hat da vorne auch aufgegeben. Guck mal. Und jetzt schalt ein bisschen. Nein, die haben den Hammer mitgenommen, oder ja, was? Ja, so. Die haben gezeigt, ich habe nicht so viel Zeit. Deswegen. Oh. Aber nicht auf meine Hand schlagen. Es funktioniert, glaube ich, nicht. Du machst ja nicht rum, ne? Wir machen es noch schlimmer. Okay, wir tun so, als ob nichts passiert ist. Ja.
So, das ist Niki. Der Herr hat mich gerade wiedererkannt. Aus dem Transhaus, der Herr. Was machst du jetzt? Erstmal Thermikübung. Okay. Ich bin auch jetzt am Start. Auf geht's. So, wir beide sind jetzt mal ein bisschen am Rumsteppen auf dem Gelände. Mal ein bisschen abchecken, was hier so geht. Haben gerade noch was gefoodet, ein bisschen was getrinken. Und ja, jetzt wird erstmal ein bisschen abgecheckt, was hier so geht. Fangen hier erst morgen um 12 an. Und dann wieder aufs Campinggelände, denn es wird frisch. Wie man sieht, sieht man die Sonne nicht mehr. Wirklich. Und dementsprechend wird's schon kalt. So, hier ist Techno Castle. Alter, was für eine geile Fläche ist das. Genau, da ist die Bühne. Techno Bühne. Ja. Mal gucken, ob wir da reinkommen. Oh, krass. Hat er gesagt, er muss kacken oder was? Oh ja, und ich auch. Warum bist du da nicht gegangen? Das war doch fast nah, Alter. So krass, Alter. Hier ist gerade die Techno-Stage im Aufbau. Wird wild auf jeden Fall morgen. Ah, yes. Das sieht so krass aus, dieses Ding, ey. Einfach mal sagen, das ist halt einfach andere Welt, ne? Ah, hier scheint was zu sein. Da ist Hightech. Oder Psy. Ja, hier ist genau auf jeden Fall Dings. Arbeitest du an der Bar oder bist du an dem Ding? Und hier arbeitet ihr, ne? In dem Ding. In dem Container. Da ist die Liste. Das habe ich hier gar nicht connected, ne? Was auch mal. Mach mal auf. Ja. Halt mal, oder? Okay, bis gleich. Ja, ungefähr. Denke ich mal. Bis gleich. Ja? Ja, können wir machen. Alles gut. Was ist das Kino? Hier ist Cinema. Ey, ich hätte mal Acid mitnehmen sollen. Moin. Hallo. Das ist als letztes Jahr? Als der Rest vom Gelände. Als der Rest vom Gelände? Hä, nein. Er sagt, als der Rest vom Gelände. Sieht doch viel besser aus als alle anderen. Freust du dich? Wir haben Kreativarbeit, die anderen sind halt eher technisch. Seid ihr da komplett frei auch, oder was? Ja. Also ja. Ja, wird das eine Stage oder dieses Cinema? Ja, natürlich auch eine coole Stage eigentlich. Ja, also es wird auch, es wird tatsächlich morgens ein bisschen after und mit der Musik daraus laufen. Aber es darf nicht getanzt werden. Oh. Bis 2 Uhr kann man anreisen. Ja. Nein, so, Alter. Ja. Hier ist so todeslangweilig. Ja, da oben ist eine Motte. Ja, hier ist echt ruhig. Im Verhältnis zu meinen anderen Vlogs kennt ihr ja die Campingplätze. Das ist todeslangweilig. Also bitte, sind wir auf dem Green Camp oder auf dem Schlafplatz oder so? Ich bin mal gespannt, wie es die nächsten Tage sein wird. Ja, das Wellness-Oase. So, hier wird kurz gechillt. Es ist schon ziemlich dunkel. Dementsprechend sieht man nichts mehr.
So, Leute. Wir rennen Leute von Flink rum. Ob der hier am Arbeiten war? I don't know. Wäre schon wild. Ob der. Wäre schon krass, wenn die an Standort liefern. Naja, also was ich sagen wollte, abschließendes Fazit. Ich bin angekommen. Ich habe sehr viele Freunde getroffen. Ich habe mein Zelt aufgebaut. Ich suche jetzt nochmal Niki. Der arbeitet am Bierstand. Schauen wir mal, ob der hier am ersten Bierstand ist oder wo er ist. Und dann gehe ich schon ins Bett. Denn ich habe letzte Nacht sehr, sehr wenig geschlafen. Und dann morgen ab 12 geht's los mit dem Festival. So, jetzt aber nochmal Fazit. Und zwar bisher ein geiles Festival. Allerdings, der Campingplatz ist langweilig ohne Ende. Muss ich einfach klar sagen. Also wenn ihr mal auf der Nature wart oder auf dem Awakenings oder egal welches Festival, selbst das Southside Festival hat mehr Action auf dem Campingplatz. Muss ich einfach sagen. Ja, mir wurde jetzt auch schon zugetragen, dass hier scheinbar verboten ist, Boxen und so mitzunehmen, größere, weshalb es hier deswegen wahrscheinlich auch so ruhig ist. Ein paar Leute haben ihre Boxen trotzdem irgendwie mit dabei. Aber ja, ich find's schade, kann man jetzt nichts machen. Naja, da bin ich mal gespannt, wie das Festival wird. Ich war ja heute schon auf dem Gelände, es sah schon sehr, sehr, sehr geil aus. Ich bin so gespannt, was das für eine Atmosphäre wird und wie intensiv das Ganze ablaufen wird. Ich bin ja hier zum Arbeiten unter anderem. Meine Schichten sind am Samstag und Sonntag um 14 bis 20 Uhr, samstags auf dem Drum Bass Floor und Sonntag auf dem Techno Floor. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr wild. Und ja, ich werde jetzt auf jeden Fall mal schlafen gehen. Lasst doch auch gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch die Vlogs hier gefallen. Wir sehen uns morgen. Gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen. Tag Nummer 1, also der erste richtige Tag. Heute geht das Festival los um 12 Uhr. Ich war schon Zähne putzen, jetzt gehe ich gleich duschen. Ich habe hier so ein richtig cooles Mikrofaserhandtuch. Eigentlich mag ich die Dinger gar nicht, aber sie sind sehr, sehr klein und sehr praktisch. Gefrühstückt habe ich auch schon einen Teil. Und ja, es ist schon sehr warm. Ich hasse mein Zelt. Es ist einfach immer todeshell. Jetzt ist die Sonne da. Vorher war es der Baustrahler. Meine Luftmatratze verliert ihre Luft. Auch gut. Ich sitze auf jeden Fall nicht gut. Muss schon mal abchecken, woran es liegt. Geil. Naja, egal. Die Girls sind auch schon wach. Hallo Girls, seid ihr schon fit? So, frisch geduscht. Jetzt beginnt erstmal Langeweile. Frühstücken, Sonnen und an den See gehen. Ja, würde ich sagen. Ich habe meine Badelatschen vergessen, weshalb ich barfuß rumlaufen darf. Auf Steinschotter. Ja, aber es ist die Klagen auf hohem Niveau, ne? So, es ist jetzt irgendwie knapp 10.30 Uhr oder so. Wir gehen jetzt ein bisschen gleich an den See. Um 12 geht es dann rein. Ich werde anfangs erstmal die Cam noch nicht mitnehmen, da ich keinen Platz dafür habe. So renne ich nämlich rum. Und ja, aber später. So, die ersten Festival-Eindrücke. Ich war schon hier oben, bin allerdings wieder essen gegangen und habe keine Kamera dabei gehabt, weil, wie ihr seht, ab jetzt habe ich meine Tasche dabei, die lege ich nämlich bei Tine und Pepe ab, aber vorhin hatte ich nichts dabei. Deswegen, ersten Eindrücke jetzt. Ich werde es auch gleich probieren. Die Security sagt, schmeckt geil, kann man empfehlen. Ja. Das heißt, werden wir gleich mal testen auf jeden Fall, sobald wir zurück sind. So, Pinchen holt jetzt erstmal was zu trinken. So,
jetzt erstmal auf diese Riesenteile da oben und esse mein Food. Geil. So, jetzt probiere ich das mal. Ich habe natürlich keine Serviette dabei. Wow. Heiß, aber boah. Das sind so Kartoffelbällchen mit Röstzwiebeln irgendwie. Zumindest schmeckt es auch Röstzwiebeln. Schon sehr, sehr lecker. Aber, boah, heiß ohne Ende. Boah. Wow. Und dazu das frische Gemüse. Perfekt. Hammergeil. Boah. Ah, jetzt erstmal noch das andere probieren. Lol, Shooter! Geil, Alter. Ich habe aber vergessen, meinen Drink mitzunehmen. Ich floss die. Wow. Alter, ist das geil. Echt heiß, aber boah. Leute, ich esse es jetzt leer, ohne euch, genieße es jetzt. Hammer geil, also Potato Tour, Crazy Dog und so heißt es. Ich weiß nicht genau, wie die Dinger noch heißen, muss ich nochmal nachfragen. Aber hammer geil. Alter. Wir bin jetzt mal hier weiter essen. Bis dann, Leute. Ach ja, ganz vergessen. Schaut euch mal diese geile Location an. Mein Fazit, hammergeiles Essen. Ja. Also sehr geiles Essen. So Kartoffelbällchen panierte und frittierte mit Röstzwiebeln, sauren Gurken, Zwiebeln und verschiedene Soßen und einen panierten Hotdog-mäßig ohne Brötchen, also eine Wurst. Boah, ich kann es nicht richtig erklären, aber es ist so lecker und es sättigt auch richtig gut. Also ich bin jetzt erstmal voll und könnte jetzt erstmal Mittagsschlaf machen. Es ist auch echt heiß, das heißt die Sonne drückt richtig. Und ja, mal schauen. Jetzt erstmal kurz chillen, ein bisschen verdauen und dann geht's wieder weiter feiern.
Wir sind jetzt im Zelt und mit wir meine ich Viorica. Hi. Und ich. Ich habe sie letzte Woche im Kitty kennengelernt und wir verstehen uns echt gut, muss ich sagen. Ja, deswegen chillen wir jetzt hier noch ein bisschen. Festival war sehr, sehr geil und vor allem sehr, sehr anstrengend. Ich habe tatsächlich echt vergessen, einiges aufzunehmen für euch. Tut mir leid, ich werde mir morgen Mühe geben, mehr Eindrücke einzufangen. Aber ich habe es echt genossen, mal einfach zu feiern und nichts dabei zu haben, außer meine Unterwäsche sozusagen. Ja, und ich sage euch jetzt gleich mal, wie viele Schritte ich heute gemacht habe. 44.000 Schritte. Wow. Wir haben jetzt 22.15 Uhr. Wir beide sind platt. Also sie hat auch übelste fette Boots. Also ich kann nicht mehr. Ich kann mich gerade nicht mehr bewegen. Ja, deswegen. Aber das ist so schön. Jetzt wird entspannt und morgen in aller Frische wieder aufs Festival. Um 14 bis 20 Uhr arbeite ich im Awareness-Team auf dem Drum-Bass-Floor. Und da war ich heute auch schon und ich muss ehrlich sagen, ich liebe es, Drum-Bass live zu sehen. Ja, also seid gespannt und ich wünsche euch eine gute Nacht. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, liked den Vlog und lasst gerne auch einen Kommentar da. Ansonsten bis morgen. So, guten Morgen. Jetzt ist Tag Nummer 2. Es ist 8 Uhr. Wir sind schon seit 5 das erste Mal wach gewesen. Dann wieder gepennt, kuschelt, pennt, Sex gehabt. Jetzt weiter pennen. Was sagst du? Alles fit? Ja. Hast du gut geschlafen? Alles gut, wir erholen uns. Ja, wir erholen uns voll gut. Und wie immer gibt es Kirschen. Also wer meinen Southside-Vlog gesehen hat, der weiß, ich habe mir jetzt eigentlich angewöhnt, auf Festivals Kirschen mitzunehmen. Das ist so eine geile Frucht für zwischendurch. Die ist so saftig und wasserhaltig, gerade bei warmem Wetter. Absolut erfrischend. Kann ich einfach jedem empfehlen. Kirschen im Sommer auf dem Festival, top. Darauf erstmal eine Kirsche, ne? Ich empfehle auf jeden Fall. Ja. Das schmeckt. Wir sind hier nur nackt, weil es übrigens so warm ist. Wir chillen jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen, frischen gleich noch Melone. Die ist übrigens richtig, richtig reif. Man riecht die schon im Zelt. Hammergeil. Man hat die schon auf der Zugfahrt gerochen. Banane, Paprika, Kirschen. Ich würde sagen, ein sehr früchtereiches Frühstück. Ein Frühstück. Ne? So dumm. Geil. Ich muss mal kurz deine Tattoos zeigen. Leute, schreibt mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was das ist. Was das heißen soll. Ich bin mal gespannt, wer es errät. Zurück aus dem Zelt. Guten Tag. Also Leute, zurück vom Campingplatz. Hier ist ein einzige Box an, was echt erstaunlich ruhig ist im Verhältnis zu anderen Festivals. Und jetzt kommen wir zu dem genauen Punkt, was ich eigentlich sagen will. Was ich an Festivals liebe. Ist es einfach, dieses Camping-Feeling zu haben? Einfach, man ist auf dem Campingplatz mit keine Ahnung wie vielen Leuten. Genießt die Natur, genießt das geile Wetter. Hier geht es halt deutlich, deutlich besser, weil hier einfach keine Musik wirklich an ist. Ist gerade mal eine Box, die da hinten an ist, an. Und das war's. Und das ist so entspannt. Wirklich. Das ist richtig gut. Deswegen, also ich liebe es bei Festivals, dass man die Party hat, die Events und trotzdem campen ist und am Zelten ist. Das macht einfach Spaß. Und vor allem viele neue Leute kennenlernen. Das macht auch immer richtig gut Laune. Ich liebe es einfach. So, wo geht's jetzt hin? Wir sind wieder unterwegs. Wir gehen jetzt zum Festival wieder. So, wir gehen jetzt los. Es ist eine Hitze. Wir gehen jetzt hoch. Ja. Auf geht's. Also der Boden ist so dezent staubig. Ihr könnt raten, welche Farbe das Auto oder die Zelte vorher hatten. Auf jeden Fall nicht braun. Nicht braun. Es ist einfach viel zu warm. Ich muss jetzt arbeiten, 6 Stunden in der Sonne. Awareness Team. So, jetzt geht's zu meiner Awareness Schicht. 14 bis 20 Uhr. Heute ist es noch heißer als gestern. Ich habe keinen Bock mehr. Aber was muss, das muss, ne? Es ist einfach endlos warm. Hier gibt's wenigstens kühle Wasserabkühlung. Hammer. Hier ist Sympyrica drinnen. Sympyrica Floor. Ich bin so im Arsch. Und da sind schon die anderen Awareness Leute. Hype Awareness Team. Ich hole mir etwas zu essen. Und dann geht die Schicht los. Es ist so heiß. Ich kann einfach nicht. Oh ja. Ja, man wird wild. Auch wenn es heiß wird. Geil. Erstmal reinfressen. So Leute, jetzt fängt die Schicht an. Wir gehen noch mal was zu trinken holen. Das ist meine Crew.
die drei. Und ich? Wir gehen jetzt was zu trüffeln holen, was mit süßem Geschmack. Für die Energiezucker brauchen wir in diesem Fall auf jeden Fall. Und dann geht's los. Drum & Bass und Psyfloor. Und ja. Es ist aber nichts los hier. Dafür, dass hier einfach die ganze Zeit Bäume und Schatten sind, ist schon sehr, sehr Luxus. Ja, geil, Alter. Die Schicht Awareness ist durch und ich bin auch durch. Ja, ich bin echt platt. Jetzt chillen wir hier kurz. Viorica ist wieder mit am Start. Yeah, mein Schatzi. Ich bin wieder da. Ja, sie ist wieder da mit meinem geilen Shirt. Ja, wir chillen jetzt hier ein bisschen und dann ist der Plan, irgendwann wieder zurückzugehen zum Camp, beziehungsweise nicht zum Camp, zum Festivalgelände. Ja, schauen wir mal wann und wie und ob und was und blablabla und so, ne? Ja. Aber erstmal eine Trauung. Genau, jetzt erstmal erholen, weil war sehr, sehr warm und sehr anstrengend und jetzt erstmal kurz ein bisschen entspannen. Weil hier ist jetzt ein bisschen ruhiger und auf dem Camp Festival geht es jetzt richtig los. Deswegen, ja, gemächlich. Darf ich euch die coole Shiva Hunters vorstellen? Hey, yo. Wunderhübsche Frau. Was macht ihr heute noch? Tanzen wieder bei Sympathica? Wie, du kommst von der Arbeit? Ja, warm. Ah, ja, ich dachte gerade so. Das ist ja bei dir noch krass. Ja, ich dachte gerade so, hä, wie, was hat die gemacht? Ja, krass, das heißt, du bist doppelt am Arbeiten, ne, eigentlich? Ja, jetzt schon. Boah, du bist krass unterwegs, muss ich sagen. Wir schauen gerade so ein bisschen in meinen alten Vlog rein, weil es ihr erstes richtiges Festival ist. Und sie kann sich gar nicht vorstellen, wie geil die Nature ist. Weil hier ist jetzt so todesruhig. Und jetzt sieht sie erstmal einen Eindruck. Das ist eine andere Welt einfach. Das wow. Ist eine ganz andere Welt. Und weißt du, was auch geil ist? Es regnet, es regnet. Und das ist meine erste Regen im Zelt. Stimmt, das ist ihr erstes Mal zelten und ihr erstes Mal Regen im Zelt. Hammer! Wow, nee, weißt du, was geil ist? Es riecht gleich so richtig schön nach diesem Sommer, wenn es warm war, ja, und das fängt dann so an. Diese Gras, also, ja, schön frisch. Einmal nur Campingplatz. Leute, Campingplatz-Action auf der Nature ist ein Muss. Guckt euch meinen Nature-Vlog an, ja? Guten Morgen. Wir gehen jetzt duschen und dann geht's zu Perdu. Und ja, bis gleich. Wir beide sind jetzt kurz nach 8 unterwegs aufs Gelände, während die meisten wieder aufs Campinggelände gehen.
Ich finde es sehr amüsant, wie die Welten hier sich so teilen in zwei Lager, so Nacht- und Tagmenschen. Einfach sehr amüsant. Aber die meisten sind hier scheinbar Nachtmensch. Ja? Ja. Ja. Das war super lecker. Ja, das sieht. Jetzt gibt's Crazy Dog. Sehr lecker. Und ziemlich roter Arsch. Sieht das nicht geil aus? Also ich rede über den Herrn, nicht über das Essen. Ein Hungi. Danke. Gerne. So Leute, VZ, Luis. Kommt mit uns mit, er ist mein Nachbar. Arbeitet hier auch im Föhner und Bowls Stand. Gab es auch richtig guten Döner. Veganer Döner tatsächlich, ja, das habe ich. Deswegen auch Wöhner wie Vagina. ja, man merkt, ich bin schon ein bisschen am Ende mit meinem Kopf. Es ist sehr warm. Wir haben den Weg fast geschafft. Wir waren schon wieder tanzen. Was sind wir? Wir sind ein bisschen am Ende gerade. Nur ein bisschen. Körperteile sind zerstört. Ich gehe jetzt da nicht näher drauf ein. Aber es ist normal nach 3 Tagen. Morgen ist Abreise. Heute bis 20 Uhr geht's noch. Ich arbeite von 14 bis 20 Uhr. Ich werde dann wieder zwischendrin ein bisschen was filmen. Ansonsten vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt schon mal. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Okay, schon tolle Ordnung. Es ist so heiß. Zum Glück ist hier ein bisschen Wind, aber... Aber es ist voll so heiß. Wir können das kaum aushalten. Viel zu warm. Und ich muss um 14 Uhr wieder arbeiten bis 20 Uhr. Top motiviert, auf jeden Fall. Ja, und übrigens, der geile Rucksack, den ich bei Southside bekommen habe, der hatte ein Luftloch, ne? Geil, kann man schon auf jeden Fall mal machen. 1er Qualität. Na? Na du? So, letzter Tag, wir sind top motiviert. Und die Zelte sind wieder sauber. Ey Leute, seid mal ehrlich, wie froh seid ihr, dass gestern geregnet hat? Ja. Eure Zelte sind so clean, oder? Ja, Mann. Also ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ihr habt so eine Arschkarte, wenn ihr das zu Hause sauber machen müsst. Aber ey, Hammer. Hammer, oder? Geil, das muss ich mir merken, ja. Schönen Tag euch noch. So viel. Ey, ist das Thunderdome? Bitte? Ist das eine Thunderdome Cap? Ja. Ja, du hast Geschmack auf jeden Fall, ne? Bis dann. Top motiviert. Meine Schultern tun so weh. Das ist unglaublich. Unglaublich. Es gibt Afterparty. Ja, stimmt. Wir haben mitbekommen, es soll eine Afterparty geben. Also 20 Uhr ist noch nicht vorbei. Anscheinend. Ey, sie ist meine Co-Vloggerin heute. Das Leute, seid ihr top motiviert? Letzter Tag. Geiles Outfit. Also Schminke. Bereit ist Wir sehen uns auf dem Technofloor, wenn was ist. Ich bin für euch zur Verfügung, ich bin Awareness. So muss sein, ja. Ah, so ein Van ist halt eigentlich auch geil, ne? Guck mal, du hast deine ganze Kusche dabei, du hast alles dabei. Das ist einfach umgebaut, wow. Entschuldigung, war das ein ritueller Schrittgang oder was war das? Nee, es läuft immer so Treppen hoch und ich verarsche. Das ist ja unanstrengend, das ist Es ist warm, aber es ist zum Glück auch windig. Top. Top. Ich kann nicht mehr. Habe ich das schon erwähnt? Dieser Weg. Ist einfach endlos lang. Zu lange. Viel zu lange. Und die Shuttles kosten einfach Geld. Ja.
an der Pizzeria ist eine Riesenschlange und wir haben es geschafft, trotzdem sau schnell unsere Pizza zu bekommen, weil wir wussten, wie es funktioniert. Er macht nämlich alle Pizzen und fragt dann einfach rum, wer die und die Pizzasorte haben will. Die meisten realisieren nicht, dass er rumfragt, um die dann loszuwerden. Die denken, die hat schon jemand vorbestellt. Wir haben uns dann gemeldet, obwohl wir ganz hinten standen, und haben jetzt unsere Pizza. Geil. Und schmeckt's? Köstlich. Geil. Hat schon gelohnt zu warten. Ja. Schicht Nummer 2, wir sind auf dem Techno-Floor!
zum Festival? Unorganisiert. Unorganisiert. Machen wir nächstes Jahr besser. Es gibt wieder leckeres Essen von meinem Zeltnachbarn, gesponsert. Gibt's leckeren Falafel-Döner. Gibt's leckere Falafel-Bowl. Hammerhart. Gestern gab's Döner vegan und ja, gerade ist ein bisschen entspannt. Bisher war es ziemlich hektisch, ansonsten, also nicht hektisch, aber einiges war los. Aber es hat Spaß gemacht bisher. Cool. Danke, Mann. Mal dieses geile T-Shirt an. Hammer. Also ihr wisst ja, ich stehe auf bunt. Einfach geil. Und sie ist die Künstlerin. Sie ist die Künstlerin. Hallo. Oh, das ist auch von dir gemalt. Ja. Bist du? Ja. Oh, wait. Leute, wie geil ist das? Ja, sehr schön. So, Festival ist over. Ich bin over. Und jetzt geht's zum Potato Truck nochmal zu Tino und Pepe. Yeah. Ja, jetzt geht's zum Potato Truck noch und dann warte ich da auf Biorica. Und dann gehen wir nochmal was Huden, ab ins Zelt chillen und entspannen. Ich habe schon gar keinen Bock, morgen 9 Stunden heimzufahren. Aber egal, bleibt mir nichts übrig. Kann ja nicht hier bleiben. Aber ich sag's euch ehrlich, es war so geil. Es war übel stressig und heute war viel los. Also wir hatten locker 5 Einsätze oder so. Aber die Einsätze sind schon teilweise echt nice gewesen. Also hat schon Spaß gemacht, muss man einfach sagen. Ja, also Afterparty soll es scheinbar geben, aber nur für Mitarbeiter. Ob das wahr ist, sehen wir dann später oder nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich will eigentlich nur noch in meinem Bett. Und ja, ob ich jetzt unbedingt nochmal auf eine After muss für Mitarbeiter. Ich habe halt das Gelände bei Nacht noch nicht gesehen. Aber ja, scheiß drauf. Jetzt erstmal hier raus. Ich bin fertig. Zieh auf Viorica warten. Ich setz mich jetzt genau hier hin. Oh. Ich hab keinen Bock mehr. Ich bin kaputt. Egal. Schnell, ich hab sie gefunden. Da so viel Sonnenbrand. Thank you.
jetzt nochmal. Oh, Meister. Geht's jetzt aufs Camp wieder? Ja, nach Hause. Ganz nach Hause. Heute Abend schon. Dann komm gut heim. Komm gut nach Hause. Alter, manche Leute, die sind echt arg unterwegs. Direkt heute Abend noch nach Hause. Ich habe gegessen. Wir chillen hier. Hallo. Man sieht gar nichts. Mehr. Hallo. Ja, also wir sind jetzt hier am Chillen. Mach mir Schrubber. Aha, wo hast du das gekauft? Ich mache jetzt auch so eine. Für ein Tattoo. Aha. Wo hast du das auch auf Amazon bestellt? Amazon. Amazon. Voll geile Lampe, ich höre. Oho. Ich will auch so eine. Wow. Wow, ich bin voll begeistert. Ey, damit auf den Brave gehen, oder? Ja, das ist schon cool. Wusstest du, dass sie sowas kann? Natürlich, deswegen habe ich sie bestellt. Ja? Süßer, ich bin eine männliche menschliche Stroboskop. Ich sehe schon davon. Ja, 3 Tage Festival, darfst nichts mehr erwarten, ne? Alles durch. Ich bin komplett fertig. Wo hast du beschäftigt? Ich muss schlafen, das ist das Einzige. So, welcome back. Also ich habe mich da eigentlich schon verabschiedet, aber wir haben ja jetzt 2 Flüchtlinge aufgenommen. Die sind gestrandet vor meinem Zelt. Die sind eingespült worden. So warm. Darf ich vorstellen? Sandy. Hello. Und Lena. Hi. Wir chillen jetzt hier zu viert in meinem. Ja, und kuscheln, weil draußen ist schon echt nicht so warm. Es sind gerade mal so 14, ja, aktuell 16 bis 14 Grad. Ja, jetzt kamen wir ja zusammen, ist echt warm. Und aus einem 1- bis 2-Mann-Zelt wird ein 4-Mann-Zelt. Also geht auf jeden Fall. Man sieht meinen Daumen nicht, ja. Egal. Ist auf jeden Fall mega lustig. Wollte ich euch nur mal mitgeteilt haben. Einen wunderschönen guten Morgen. Na, habt ihr auch gut geschlafen? Ganz. Ja, sind alle gut gelaunt. Wir haben hier zu viert geschlafen, wie so Sardinen in der Dose. Aber es hat funktioniert. Wir haben hier so quer gelegen. Also Ein-Mann-Zelt ist 4-Mann-Zelt. Oder 3-Mann-4-3-Frauen-Zelt. Ja. Jetzt 7 Uhr morgens. Jetzt erstmal klarkommen und dann mal schauen. So Leute, es ist Feierabend angesagt. Ich bin jetzt aufbruchbereit und gleich geht's zum Camp. Was sag ich? Zum Shuttle, zum Bahnhof und dann nach Hause. 9 Stunden Heimfahrt. Wenn euch dieser Vlog gefallen hat, dann lasst ihr ein Like und ein Abo da, Leute. Und kommentiert, welche Stelle euch am besten gefallen hat, welches Festival ich noch besuchen soll. Und ja, bis zum nächsten Mal. So, bin im Shuttle angekommen, jetzt zum Bahnhof und dann 9 Stunden zurückfahren. Wer hat Bock? Ich nicht. Ja.